Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Oh, wie schön. Hier bleiben wir. Oh, guck mal. Hallo, Kinder. Hey, ich bin gerade hier angekommen. In Finnland. Wow, ist das schön. Ne, Hase? Ah, hier bleiben wir. Hier an dem See. Oh, hier steht schon ein Stuhl für mich. Das ist gut, oder? Ja, hier sind wir richtig, genau. Kinder, wie cool. Tag 8 auf unserer Abenteuerreise. Und ich glaube, wir haben alle einen Riesenspaß, oder? Spanien liegt hinter uns. Ich sag's euch, heute geht's nach Finnland. Und so, ich packe mal meine Reisekarte hier zur Seite. Oh, herrlich. So schön, das Land mit den glücklichsten Menschen. Oh, jetzt habe ich es verraten. Das werdet ihr auch noch erfahren. Das sagt man, dass Finnland die glücklichsten Menschen hat. Ob das stimmt, vielleicht finden wir es ja ein bisschen raus in der Geschichte von Luis und Lea. Heute aber müssen die beiden erstmal Abschied nehmen von Emilio, von Luna, von den ganzen lieben Menschen in Spanien, weil heute geht die Reise weiter. Und das ist gar nicht so leicht. Habt ihr schon mal Abschied genommen von jemandem, wo ihr euch vielleicht lange Zeit mit gut verstanden habt und dann ist der weggegangen oder ihr seid weggegangen aus dem Urlaub, vielleicht Freunde, die ihr da gefunden habt? Das ist gar nicht so leicht, oder? Sich zu verabschieden. Aber das gehört leider dazu. Aber manchmal kann man sich ja wiedersehen. Dann kann man sich darauf freuen, dass man sich irgendwann wieder sieht. Und genauso machen das ja Luis und Lea auch. Die freuen sich darauf, dass sie irgendwann nochmal im Urlaub in Spanien sein können und dann Emilio und Luna vielleicht wiedersehen. Das wäre doch was, oder? Jawohl, das wäre was. So, du setz dich mal hier hin. Heute geht's also... Oh, er ist umgefallen. Heute geht's also weiter und es geht nach Finnland mit dem Flugzeug. Und ja, da passiert vielleicht dem Luis was. Der ist ja immer ein bisschen wild und da passiert schon mal was. Und die Lea hat da ein bisschen Spaß. Das weiß ich jetzt schon, das verrate ich euch. Hört da mal gut zu, was da passiert. Nach dem Hörbuchkapitel sehen wir uns wieder, weil dann gibt es ein Workout. Und Freunde, es ist auch in Finnland so, wir machen unseren Warm-up-Dance. Und dazu schiebe ich jetzt mal den Stuhl zur Seite und ihr macht euch bereit. Okay, Kinder, seid ihr bereit? Ich habe die Schlappen ausgezogen und jetzt habe ich Bock auf den Warm-up-Tanz. Ihr auch? Und danach geht's endlich los mit dem nächsten Hörbuchkapitel. Ich bin schon ganz gespannt und wir legen los. Zwei Schritte nach links. Los geht's! Wir machen die Rolle. Hey! 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 Und wieder zwei Schritte. Sprung! 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 Sprung, wir drehen. Hey! 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 Yes! Okay! Jetzt geht's los mit dem nächsten Hörbuchkapitel. Ganz viel Spaß! Luis und Lea auf großer Abenteuerreise. Kapitel 8. Die Zeit in Spanien geht dem Ende entgegen. Emilio und Luna sind traurig, als Luis und Lea ihre Koffer in den Kofferraum von Lucia, dem bunten VW-Bus, packen. Auch Maria schaut traurig, als sie Luis und Lea umarmt. Sie gibt beiden einen Kuss und sagt etwas auf Spanisch, das Fanny ihnen zum Glück sofort übersetzt. Maria freut sich, dass sie euch kennengelernt hat und hofft, euch bald wieder in Spanien zu begrüßen. Ihr dürft auch gerne eure Eltern mitbringen und hier Urlaub machen. Ihr seid jederzeit herzlich willkommen. Wow, das ist cool, freut sich Lea. Dann haben wir auf jeden Fall ein gutes Urlaubsziel, wenn Mama und Papa mal nicht wissen, wohin wir reisen könnten. Nachdem sich alle ausgiebig verabschiedet haben, geht die Fahrt mit Lucia los in Richtung Flughafen. Die Zeit in Spanien geht für Luis und Lea zwar zu Ende, aber ihre Abenteuerreise mit Opa Balduin und Fanny geht weiter. Am Flughafen treffen sie wieder auf Paolo, der seinen Bus strahlend in Empfang nimmt. Kurze Zeit später sitzen die vier im Flugzeug. »Jetzt geht es in das Land, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben«, sagt Opa Balduin, während er aus dem Fenster auf die Wolken schaut. »Vom Land der Kaninchen ins Land der glücklichsten Menschen?« lacht Lea. »Stimmt, das klingt lustig.« Fanny muss auch schmunzeln.
Woher weißt du das denn, Opa? Fragt Luis. Wir sind doch auch glücklich. Ja, das stimmt. Es gibt aber ganz schlaue Leute, die das herausfinden, indem sie Menschen aus allen Ländern fragen, wie glücklich und gesund sie sind. Sie fragen sie auch, ob sie genug Geld für ihre Arbeit bekommen und vieles mehr. Und bei diesen Umfragen ist Finnland auf Platz 1. Was meinst du? Warum sind Menschen in Finnland denn so glücklich? Will Lea wissen. Naja, am besten fragst du sie das selber. Ich glaube, das liegt zum Beispiel daran, dass es in Finnland so viel wunderschöne Natur gibt. Man nennt Finnland auch das Land der 1000 Seen. Dabei ist das noch viel zu wenig. Es gibt über 188.000 kleine und große Seen in Finnland. Falls wir schon in Finnland wären, gäbe es jetzt noch einen See mehr, grinst Lea und zeigt auf Luis Sitz. Dort zeichnet sich ein großer, nasser Fleck ab. »Oh nein, Luis, was hast du gemacht?« fragt Fanny und schlägt die Hände vors Gesicht. »Gar nichts.« Luis ist genauso überrascht, als er die nasse Fläche auf dem Sitz sieht. Dann fällt ihm ein, dass er eben beim Essen seinen Becher an der Seite seines Sitzes abgestellt hat, um auf Toilette zu gehen. Beim Zurückkehren hat er den ganz vergessen. Anscheinend ist er umgekippt und hat sich auf Luis' Sitz ergossen. »Meine Hose ist auch ganz nass«, jammert Luis. »Jetzt sieht es so aus, als ob du in die Hose gemacht hast.« Lea muss sich die Hand vors Gesicht halten, um nicht laut loszulachen. »Das ist nicht witzig«, jammert Luis. »Wir landen doch gleich. Dann schauen wir, dass wir deine Hose in einer Toilette trockenföhnen«, beruhigt ihn Fanny. Eine Stunde später sieht man am Flughafen von Helsinki einen älteren Mann mit dickem Bauch, eine dunkelhaarige, freundlich lächelnde Frau, ein blondes Mädchen und einen extrem breitbeinig gehenden dunkelhaarigen Jungen aus dem Flugzeug aussteigen, der schnurstracks Richtung Toilette geht. Und tatsächlich, nur 10 Minuten später kommt ein trockengeföhnter Luis entspannt aus der Flughafentoilette, bereit für neue Abenteuer. »Wo geht's nun hin, Opa?«, will er wissen. »Wir werden jetzt am Flughafen abgeholt von Alvari. Der war damals Matrose auf meinem Schiff, als ich regelmäßig zwischen Finnland und Schweden hin und her geschippert bin. Er war wie ein Sohn für mich und ich freue mich, ihn wiederzusehen. Mit ihm fahren wir dann an einen der 188.000 Seen. Lasst euch überraschen, es wird euch gefallen.« Bei diesen Worten leuchten Opa Balduins Augen. Als sie ihr Gepäck in Empfang genommen haben und aus der Tür des Flughafens gehen, empfängt sie draußen ein dunkelhaariger Mann, der einen kleinen blonden Jungen an der Hand hält. Opa Balduin läuft auf den Mann zu, denn das ist Alvari. Tervetulla Suomeen! Willkommen in Finnland! Ruft Alvari den Vieren schon auf halber Strecke zu und lacht übers ganze Gesicht. Opa Balduin und er fallen sich in die Arme. Dann stellt Opa ihm seine Enkel und Fanny vor. »Das ist Petu, mein Sohn«, erklärt Alvari, woraufhin der kleine Junge schüchtern »Hi« sagt. Luis und Lea antworten mit »Hi«. Scheinbar heißt das so viel wie »Hallo«. Sehr beruhigend ist für die beiden aber, dass Alvari perfekt Deutsch spricht. Denn Finnisch ist eine sehr schnell gesprochene Sprache und klingt ganz anders als Deutsch oder Spanisch. Das haben sie eben am Flughafen gemerkt. Auch Petu spricht gut Deutsch, da er in eine deutsche Grundschule geht. Aber jetzt sind auch in Finnland Ferien, die Petu genauso genießt wie Luis und Lea. Er scheint sich richtig zu freuen, dass zwei Kinder in seinem Alter da sind und zeigt fröhlich auf einen riesigen olivgrünen Pickup, der vor dem Flughafen steht. Luis reißt die Arme in die Luft, als er begreift, dass sie jetzt mit diesem Auto fahren werden. Er findet Pickups mit so einer Ladefläche und den riesigen Rädern einfach richtig cool. »So, Kinder, schnappt eure Koffer und klettert in den Pickup. Unser nächstes Abenteuer beginnt.« Zufrieden lächelt Opa Balduin und streicht Lea liebevoll über die Haare, die hinter Luis neugierig in das Auto steigt. Sie ist gespannt, was sie in Finnland erleben wird. Hey ihr Lieben, wie cool, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Workout heute bei der Abenteuerreise. Und die Zeit in Spanien ist vorbei, das Land der Kaninchen, habt ihr ja auch gehört. Und deswegen verabschieden wir uns mit einer Kaninchenübung. Ich zeige euch die jetzt mal. Und zwar gehen wir wie ein Kaninchen hoppeln wir auf der Stelle. Dann passiert Louis ja im Flugzeug ein kleines Malheur. Ist ein bisschen nass, ja, in seiner Hose. Und deswegen gehen wir breitbeinig
Außerdem müssen wir wieder Koffer vom Band heben, weil am Flughafen kommen wieder die Koffer an und die heben wir runter. Dann sieht Louis diesen coolen Pickup mit diesen großen Rädern. Und wir machen diese großen Räder mit unserem Bein und unserem Arm nach. Außerdem findet Louis den Pickup richtig cool. Und deswegen rotieren wir mit dem Daumen nach vorne auf die Plätze. Fertig, los! Wir gehen erstmal auf der Stelle und atmen tief ein und aus. Und ein und aus. Noch zweimal. Ein und aus. Einmal. Ein und aus. Okay, wir gehen zu den Kaninchen und hoppeln eine Runde. Tief. Schön hoppeln und verabschiedet euch vom Land der Kaninchen, von Spanien. Wir sind in Finnland und wir stehen auf und alle gehen schön entspannt aus dem Flughafen. Nur einer nicht. Dem ist nämlich die Hose nass geworden, das ist Louis und der geht so. Wir gehen tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Geht so tief ihr könnt. Tief. Und hoch. Super macht ihr das. Tief. Und hoch. Machen wir noch viermal mehr. Tief. Und hoch. Yes. Tief. Und hoch. Zwei noch. Tief. Und hoch. Und tief. Und hoch. Und es ist geföhnt. Wir können wieder entspannt gehen. Louis geht auch ganz entspannt. Marschiert aus dem Flughafen. Wir sind in Finnland. Gehen. Auf der Stelle. Nehmt die Beine hoch. Okay. Die Koffer kommen vom Band. Tief, tiefer, tief, tiefer. Nehmen und abstellen. Nehmen und abstellen. Nehmen und abstellen. Sehr gut. Und wir gehen wieder. Gehen. Wir marschieren weiter. Und wisst ihr, was Louis da sieht? Den Pickup. Sieht er cool aus. Junge, Junge, Junge. Und die Räder sind so groß. Die Räder zeigen wir jetzt. Langsam. Bleibt auf der Stelle stehen. Auf einem Fuß schön das Gleichgewicht halten und mit dem Arm und dem Bein die runden Räder zeigen, okay? Machen wir auf der anderen Seite. Sehen die cool aus. Louis ist völlig aus dem Häuschen und den anderen gefällt es auch gut. Noch viermal. Drei, zwei, andere Seite. Jetzt wird es schneller. Seid ihr bereit? Ich falle fast um. Ihr auch? Haltet durch. Drehen, drehen. Die Räder drehen. Sehr gut. Durchziehen. Noch vier. Noch drei. Zwei. Andere Seite. Los geht's. Drehen. Yes. Haltet das Gleichgewicht. Ist nicht so leicht, ne? Ich weiß. Ich falle auch fast um, aber wir schaffen das. Und jetzt stehen wir, rotieren. Der Daumen kommt raus, denn Louis findet dieses Auto so cool. Und vor, 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 der Daumen kommt raus. Zur Seite, 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 Seite. Juhu! Und nach vorne, vor. Vor, vor, Räder, die Räder sind es, weswegen wir den Daumen zeigen, andere Seite, schön Gleichgewicht halten und wir drehen, 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 okay, nochmal nach vorne, vor, 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 vor. Und jetzt alle Übungen nochmal hintereinander. Alles klar? Die Kaninchen.
Hoppe! Hoppe! Aufstehen! Gehen tief, tief, hoch und hoch. Tief, 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 hoch, hoch, hoch. Tief, 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 die Räder. Sehr schön. Andere Seite. Gleich geschafft. Und wir rotieren mit dem Oberkörper und zeigen den Daumen. 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 Und nach vorne. Vor, 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 vor. Yes. Und damit haben wir es geschafft, Freunde. Cool, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns morgen wieder zum Startvideo. Ich hoffe, ihr seid auch ins Schwitzen gekommen ein bisschen und fühlt euch jetzt richtig gut. Habt einen super Tag. Macht's gut. Ciao, euer Norbert.